So, die sind besser. Okay, die habe ich. Die können weg, die können weg. Das ist noch kacke. Das Zeug hier ist auch kacke. Weg mit dir. Zum Zerlegen habe ich weder Kalorien noch sonst irgendwas. Bisschen nach Gewicht gehen. Hochwertige halbierte Pfirsiche. Ehrlich gesagt, die Dosenpfirsiche mag ich auch ganz gern. Ich hab's bloß mit Aprikosen nicht so. Hatte ich nicht noch. Ach nee, hatte ich nicht. Den hebe ich mir noch auf. So, wie viele Stunden haben wir noch? Schlafen wir erstmal 8 Stunden, mal sehen, wie es uns danach geht. Oh nein, wir müssen dann im Dunkeln raus. Wir haben Durst, aber das ist okay. Ich schlafe jetzt wirklich die ganze Nacht einfach mal durch. Ich trinke lieber frisches Wasser. Und es hier. Ja, die esse ich, sobald ich Feuer habe. Ich muss die Zeit jetzt einfach verschlafen. So. Wir essen den hier. Die bringen eh nicht so viel. Trinken das hier. Und sind immer noch überladen. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, was er jetzt nimmt, ob er Lampenöl nimmt oder was anderes. Ich schmeiß auf jeden Fall einen der Kanister jetzt weg. Den brauche ich jetzt wirklich nicht, glaube ich. Das Lampenöl behalte ich mal noch. So, jetzt sind wir, glaube ich, bloß noch eine Karte entfernt. Das müsste die Karte sein vor dem Wolfsberg. Ich wette, einige haben die Challenge innerhalb von 2 Folgen geschafft, aber ich will es hier ehrlich gesagt auch ein bisschen genießen, dass ich jetzt was Neues habe hierfür. Und The Long Dark passt einfach besser zur Jahreszeit. Und so habe ich ein bisschen mehr Zeit, um zu programmieren im Stranded. Ach, ist verdammt lang her, dass wir hier waren. Ein Jahr reicht, glaube ich, nicht. Und ich muss sagen, ich mag das Spiel eigentlich wirklich gern. Holz hole ich jetzt wirklich gar keins mehr. Ich werde dann eh erstmal ein längeres Feuer machen müssen später. Ich gehe jetzt ins nächste Haus, mache dann Feuer, brate mir die Forelle, mache mir vielleicht noch ein bisschen Wasser. Ich glaube, dahinter musste ich. Ich musste die Straße finden. Die Adrenalinspritze werde ich auf jeden Fall erstmal nicht nutzen. So, und während ich dieses Licht habe, haben wir erstens weniger Kälte. Das heißt, wir halten ein bisschen länger durch. Zweitens haben wir Licht. Und drittens verlieren wir ein bisschen Gewicht. Das ist ein Wolf.
3 Tage. Also ich würde gern morgen auf die nächste, auf den nächsten, ins nächste, in die nächste Karte kommen. Weil bisher ja meine Pläne immer so gut funktioniert haben. Ich sehe überhaupt nichts. Es spiegelt auch ein bisschen, weil diese scheiß Sonne immer zu einer bestimmten Tageszeit in meinem Nacken sitzt. Ich brauche, glaube ich, mal Vorhänge. Wenn man weiß, wo man hin muss, ist es bestimmt noch leichter. Ich bin zwar richtig, aber ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen sollte. Allerdings ist es, glaube ich, sicherer, als gegen den Wolf zu kämpfen. Tja, jetzt bin ich am Arsch. Okay. Haben's gepackt. Genau, hier war das mit dem Klettergerüst. Ich habe auch mal gelesen, dass es tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass ihr einen Wolf im Haus habt. Okay. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Das war dieses Haus, okay. Ne, Stoff habe ich wirklich genug. Die Pfirsiche nehme ich aber mit. Hope I can still eat this. Da hinten liegt eine Gewehrpatrone. Hundefutter. Ein Supermarkt wäre nicht schlecht. Ah, oh, ist bloß ein bisschen Farbe. Die Hütte war schon verlassen, wahrscheinlich bevor das passiert ist. So wie sie aussieht. Na? Spiel? Klang gerade irgendwie, als ob hier irgendwas auf mich zugerannt kommt. Ach, sind Holzstreichhölzer, die kann ich mitnehmen. I could use this. Ich glaube, da drüben waren auch noch mal ein paar Häuser, wenn ich mich recht entsinne. Ist der Ton wieder weg? Ansonsten, wenn ich... Das war, glaube ich, bloß wieder so eine verlassene Hütte. Und das Haus ist kaputt. Eins von beiden war eine verlassene Hütte, das weiß ich. Aussehen nach ist es das Ding hier. Hab mich gehört. Ranzige Sardinen. Wonder if this is any good to eat. Gute alte Gipfelbrause. Can't have too much water. So, das lassen wir auf jeden Fall da. Hier hinten finde ich eigentlich auch noch Mist. Vielleicht finde ich ja im Erste-Hilfe-Koffer eine Notration. Manchmal sind da Energieriegel drin. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was wegschmeißen wieder.
Hope nobody needs this anymore. Ja. Da steht noch Kondensmilch. Auch noch die gute Frische. Ich glaube mal, die Leute haben sich auf jeden Fall vor kurzem noch mit allem eingedeckt. Was kann da wohl drin sein? Natürlich sind da drin Schokoriegel, würde ich auch machen. Nicht Bargeld oder so, das Bargeld dieser Zeit ist, sind Schokoriegel, habe ich das Gefühl. Obwohl Lebensmittel sind jetzt in solchen Situationen mehr wert als Geld, weil Geld hat nur den Heizwert, den es hat. Und vielleicht den Reparaturwert, also mit den Münzen machen kannst. Ansonsten hat Geld eigentlich keinen praktischen Nutzen. Geld ist eigentlich was wirklich überhaupt keinen Nutzen hat. Genauso dieser Laptop, an dem ich gerade spiele, hätte in der freien Natur nicht wirklich viel Nutzen. Das ist ein Buch oder sind es Cracker? Hope I can still eat this. Mann, ich hätte gern ein richtiges Haus. Die Kisten kann ich auch zerstören. Das finde ich cool, dass man jetzt wirklich alles auseinandernehmen kann. Ach, cool, eine Fackel. Oh, toll, noch mehr Brandbeschleuniger. Bin mal interessiert, wie das mit der Kohle aussieht, wenn ich mit der Feuer mache. Wahrscheinlich geht's damit nicht gut. Und wieder mache ich den Fehler, dass ich in der Nacht laufe und am Tag dann wahrscheinlich wieder rasten muss. Ich kann hier gerade nicht rennen, warum weiß ich nicht. Oh ja, ich bin auch um 10 Kilo überladen gerade. Wahrscheinlich wird meine Ausdauerleiste gefressen wie noch was. Wartet mal kurz. Auffüllen. Ah, das Lampenöl ist alle. Ich muss noch ein Stück laufen. Ich darf nicht mal alle Lebensmittel mitnehmen, glaube ich. Ich dachte jetzt gerade, das sah gerade aus, als ob da ein Wolf entsteht, aber glücklicherweise nicht. Ich muss ja aufpassen, hier ist ja auf jeden Fall Bärenzeit. Nicht die leckeren Bären, sondern die bösen Bären. Na, wir sind gleich wieder am Eimer. Ah, die Temperatur wird besser. Kommt schon, Leute, ich will nur ein Feuer machen, die Forelle essen und ich muss zu dieser Scheune bannen. Ich wollte bannen sagen, aber es ist ja das Englische. Nee, dir geht's gut. Morgen musst du es schaffen. Ich will, dass du morgen hier rauskommst. Aber da werde ich auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen dazwischen. Das Tolle hier an dieser Karte war, ich glaube, da hinten ist der Barn. Wenn ich mich recht entsinne, gab es bei dem Barn, also bei der Scheune, gab es Wölfe, aber in einem Haus, wo ich auch eine Zeit lang gelebt habe, gab es, glaube ich, keine.
gemocht. Das war, glaube ich, deswegen meine Lieblingsposition. Ich meine, hier gibt's relativ wenig. Aber der größte Vorteil ist wirklich, du hast hier an einer Stelle keine gefährlichen Tiere. Da habe ich auch den Bären erlegt, wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr es gesehen habt, den ich bis zu meinem Haus der Bann ist ein Stein.